Fast jedes Mal, wenn wir Russen-Disco haben, drängt sich einer aus dem Publikum zum DJ-Pult und fragt nach Kalinka Malinka. Was soll denn das sein, fragt der DJ zurück. Wie was? Das ist doch das Russenlied überhaupt, empört sich jedes Mal der Gast und droht mit Maßnahmen. Sein Bild von der russischen Musik ist verrutscht. Der Mann ist ganz offensichtlich Folklore geschädigt. Und mit Folklore ist nicht zu spaßen. Sie ist keine Musik, sie ist eine Wissenschaft. Eine Ehrensache des Südens. Deswegen ist in Deutschland hauptsächlich Bayern für die Folklore zuständig. Dort ist es warm, die Männer laufen das ganze Jahr über in kurzen Lederhosen herum und die Frauen haben nichts unterm Dirndl an. Eine spaßorientierte Gegend. Oft setzen sich dort Menschen zusammen und jodeln bis nach Mitternacht. Das wird von öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitgeschnitten und als folkloristisches Lustspiel am Wochenende weltweit ausgestrahlt. Sendungen wie Die singenden Niedersachsen oder Das tanzende Mecklenburg sind mir dagegen noch nicht begegnet. В русischen Süden, in Краснодар, wo die wahren Kosaken leben, sind die Lieder auch feurig und zum Tanzen animierend. Die Balalaikas haben dort nicht drei oder nicht vier, sondern sechs Saiten und werden jedes Mal aufwendig gestimmt. Aber schon etwas nördlicher wird die Musik monotone, langweilige und die Texte immer tragische. Die Balalaikas haben dort nur drei, manchmal sogar zwei, oder nur noch eine Seite und sie werden überhaupt nicht mehr gestimmt. Noch nördlicher, wo der Winter 10 Monate dauert und die Katzen wie Hunde bellen, werden die Balalaikas durch einen Holzlöffel ersetzt und die Melodien auf eine Note reduziert. Dafür aber werden die Balladen immer länger. Im Winter haben die Menschen im Norden viel Zeit. Sie besingen ihre Überlebenskunst. Die typische Fabel eines solchen Liedes lautet, der kinderreiche Familienvater steht in seinem leeren Pferdestall und überlegt. Das Pferd ist längst aufgegessen, also muss er entweder seine Frau oder die Kinder töten. Anders als in dem bekannten deutschen Märchen Hänsel und Gretel entscheidet sich der russische Mann immer für die Kinder und schickt lieber seine Frau in den Wald. So eine Frau finde ich noch, aber solche Kinder nicht, singt er. Mit solch einer Folklore kann kein Land auf dem internationalen Parkett eine gute Figur machen. Deswegen ist die russische Volksschublade in den Musikgeschäften im Westen immer die kleinste. Bisher hat nur ein einziges russisches Lied im Westen große Karriere gemacht. Und das auch nur deswegen, weil es falsch übersetzt wurde. Das Lied Toss Were the Days oder auf gut Deutsch An jenem Tag war überall in den Charts und wurde mittlerweile in mehr als 20 Sprachen übersetzt.
Dalida und Mary Hopkins und weiß ich noch. Alexandra in Deutschland haben es gesungen. Paola und Peter Alexander kenne ich nicht. Das Lied wurde schon mal als Rap, als Country-Song, als finnische Tango, als Rock'n'Roll und als Tiroler Gesang präsentiert. Und das nur, weil alle dachten, an jenem Tag sei eine fröhliche Liebe Schnulze. An jedem Tag, mein Freund, die Welt war wunderbar. Die Zeit blieb stehen, allein nur für uns zwei. Doch er die Nacht gedacht und alles war gemacht. Da war der Tag für unseren Essen. In Wirklichkeit sind die Angaben auf den zahlreichen Covern aber nicht korrekt. Das Lied an jedem Tag ist gar kein Volkslied und auch nicht von Genie Raskin, der es nur falsch ins Englische übersetzte. Zwei Männer, Boris Fomin und Konstantin Podrewski, haben dieses Lied, das in der ursprünglichen Fassung Der lange Weg heißt, an einem kalten Winterabend vor 80 Jahren geschrieben. Sie froren sehr und starben früh. Und ihr Lied ging so. An jenem Tag, mein Freund, sind wir aufgewacht. So gegen Abend, um 7:30. Der Teufel hatte schon Laternen angemacht. Wir standen auf, haben nachgedacht, was haben wir denn gestern falsch gemacht? Wir sollten alles dringend ändern. Verpenntes Leben, Wartezeit vom Sterben. Das Ganze hier wird doch böse enden. Verfluchte Scheiße, finstere Nacht. Weiterhin einen schönen Abend wünschen, den haben die sowieso. Aber dann wünsche ich uns allen noch schönes Wetter, nicht so wie heute. Wir brauchen mehr Sonne, zum Teufel mit globaler Erwärmung. Jetzt ist eine Umbaupause angesagt, die Stühle müssen raus, damit die, die es noch können, tanzen können. Und danach geht es weiter mit Rotfront.